Hallo meine Lieben, heute ein neues Style-In mit einem Kaffee aus den Niederlanden, aus Utrecht, um genau zu sein, von Keen Coffee, ein afrikanischer Kaffee, Filterkaffee, den wir als Espresso zubereiten und in Besonderheit heute mal nicht so genau auf den Mahlgrad achten. Was damit auf sich hat, das klären wir jetzt. Neuer Kaffee, neues Glück. Wie gesagt, heute von Keen Coffee aus Utrecht in den Niederlanden. Ein schöner Kaffee aus Uganda, ein 100% Arabica. Die Packung 250 Gramm haben gekostet 13,90 Euro. Also mich zumindest. Von der Rösterei ist es eventuell etwas günstiger. Wie dem auch sei, wir haben von der Varietät ein SL 34, 18 und 28. Produzent ist Kinga Estate und geröstet wurde das Ganze am 23.08. Ergo knappe 2 Wochen. Sollte demnach soweit gut sein. Keen Coffee an sich ist in Spezialitätenkaffeekreisen auch eher eine bekannte Rösterei. Hat schon den ein oder anderen Weltmeisterschaftskaffee geröstet. Dementsprechend, ja, kann man sicherlich was davon erwarten. Ist in diesem Fall jetzt eine Filterkaffee-Röstung. Wie schon öfter gesagt, auch Filterkaffee kann man als Espresso zubereiten. Man muss halt nur wissen, wie. Und es wird dann eben definitiv eine etwas fruchtigere, säurebetontere Nummer. Wobei mir gesagt wurde, dass der Kaffee per se eigentlich recht bekömmlich ist, was die Säure angeht. Weswegen ich ihn auch genommen habe und mal probiert habe, ihn als Espresso zuzubereiten. Denn ich habe ihn, wie in den allermeisten Fällen, noch nicht selber probiert. Wie immer geht auch eine Packung wieder an meine Patreons, die mir solche Verkostungen und Dial-Ins und Reviews und so weiter und so fort erst ermöglichen durch ihren Beitrag. Wenn auch du da Lust drauf hast und noch ein paar weitere Benefits von mir bekommen möchtest, findest du unten dazu die Links. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Sonst liken, abonnieren, Notifications an, hilft auch. Weiter mit der Maschine. Heute, wie gestern, wie morgen, wie immer, arbeite ich mal an der Decent mit einem 15 Gramm VST-Sieb, mit der Niche Zero und werde mit 16 Gramm starten. Die Besonderheit, die wir heute machen, ist, wir werden uns nicht so sehr um den Mahlgrad kümmern, sondern vielmehr um den Durchfluss, die sogenannte Flow Rate. Die beschreibt nämlich, wie viel Wasser pro Sekunde durch die Maschine durchläuft. Und normalerweise steuere ich diese Flow Rate ein Stück weit mit dem Mahlgrad. Je feiner der Mahlgrad, desto langsamer läuft das Wasser durch den Kaffee durch und desto niedriger ist meine Flow Rate. Bei der Maschine habe ich jetzt den Vorteil, dass ich die Flow Rate fixieren kann. Das heißt, es kommt immer die gleiche Menge an Wasser raus und der Druck ergibt sich einfach. Denn Druck und Flow Rate ist immer eine Kombination. Der Druck ergibt sich durch die Flow Rate ergibt sich durch den Druck. Das heißt, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich fixiere den Druck, wie es bei den allermeisten Maschinen der Fall ist. Die brühen mit ihren 9 Bar, die erzeugen diese 9 Bar und die Flow Rate ergibt sich dann anhand des Mahlgrades, wenn ich eben mit 9 Bar Druck das Wasser auf den Kaffee presse. Das heißt, wenn der Mahlgrad zu grob ist, läuft das Wasser vielleicht sogar mit der maximalen Flow Rate, die die Maschine liefern kann, durch. Wenn der Mahlgrad immer feiner wird, dann kann nicht so viel Wasser in der gleichen Zeit durchlaufen. Das heißt, dadurch steigt der Druck. Könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr in einer Konzerthalle seid und alle Leute auf einmal aus der Konzerthalle raus wollen, ihr öffnet aber nur eine Tür. Dann entsteht sehr viel Druck an dieser Tür. Wenn ich jetzt aber viele Türen aufmache, dann wird der Druck weniger und es können mehr Leute in der gleichen Zeit aus der Halle raus. Wir werden jetzt im Dial-In selber aber immer wieder drauf eingehen und ich hoffe, dass es dann im Laufe des Dial-Ins etwas klarer wird. Riecht schon mal vielversprechend. Vom Aroma her genau das, was ich ein Stück weit erwartet habe. So dieses dunkle, blaubeerige, kräftige, leicht fermentierte, was eben ganz charakteristisch für so einen anaeroben Kaffee ist. Aber in einer trotzdem fruchtigen Weise. Also es ist jetzt nicht so, dass es röstig riecht oder irgendwie schwer und heavy, sondern es ist trotzdem, hat trotzdem eine gewisse Frische drin. So, dann schauen wir uns die Bohne mal noch an. An und für sich. Wie immer bei solchen Kaffees, die wirklich etwas hochpreisiger sind, ist an der Bohne wenig bis nichts auszusetzen. Ich habe eigentlich ich habe jetzt hier in dem Sample, was ich auf der Hand habe, das ist ein sehr kleines Sample, muss man auch sagen, aber keinen einzigen Bruch. Also
Sieht wunderbar aus, gleichmäßiges Bodenbild, relativ gleichmäßige Größe, absolut in Ordnung, also schaut wirklich sehr gut aus. Soweit zum Kaffee, dann schauen wir uns noch ganz kurz das Profil an, mit dem wir heute arbeiten werden. Wie gesagt, wir werden mit einem Flow-Profil arbeiten, bei dem wir den Durchfluss stabil halten können. Das geht nicht nur mit einer Descent, gerade wenn ihr eine E61 Brühgruppe habt, könnt ihr euch so ein Nadelventil für oben nachrüsten. Die kommt quasi oben auf die Brühgruppe drauf und da kann man dann über dieses Ventil bestimmen, wie viel Wasser eben in einer gewissen Zeit rauskommt. Allerdings ist es nicht ganz so akkurat wie bei einer Maschine, bei der man das einstellen kann und die Maschine das selbstständig kontrolliert. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das so ein Stück weit zu reproduzieren. Also gucken wir in das Profil einfach mal rein. Wir haben jetzt ein Durchflussprofil. Wir sehen hier eben die verschiedenen Phasen, Präinfusionen, die Haltephase und die Reduktion. In der Präinfusionsphase arbeiten wir so lange, bis wir bei 6 Bar sind, mit 4 Milliliter pro Sekunde. Wenn diese 6 Bar erreicht sind, gehen wir in die Haltenphase über, wo wir einen Durchlauf von nur noch 2 Milliliter pro Sekunde haben. Und das lassen wir so lange laufen, bis wir im Endeffekt entweder die Zielzeit erreicht haben, also sprich in dem Fall jetzt 35 Sekunden, beziehungsweise das skalieren wir mal ein bisschen hoch, weil wir haben ohnehin einen etwas helleren Kaffee, der längere Brühzeiten vertragen kann. Deswegen schauen wir einfach mal, nicht, dass es mir das abbricht. Und wir sehen, dass der Fluss langsam nachlässt. Ja? Also der sinkt ab bis auf 1,2 Milliliter pro Sekunde. Die Temperatur startet bei 92, wird dann über den Prüfverlauf bei 90 Grad gehalten. Also eher eine tiefere Temperatur. Deswegen stellen wir die auch gleich nochmal um 1 Grad nach oben. Et voilà. Und dann probieren wir es einfach mal. 16 Gramm rein, 40 Gramm raus, das stellen wir noch kurz ein, die 40 Gramm. Und dann sind wir nämlich bei einer Brew-Ratio von genau 1 zu 2,5. Und das ist ein ganz guter Startpunkt für einen helleren Kaffee. So, auf geht's. Also wir sehen, wir starten mit einer sehr hohen Flow-Rate bei 4 Milliliter pro Sekunde. Also das ist jetzt nicht super hoch, aber ja, jetzt sehen wir, gut, der Druck ist erreicht, er schießt hoch bis hin über 11 Bar, nimmt dann wieder recht schnell ab und sinkt jetzt auch sehr stark. Der Durchfluss an und für sich schaut ganz okay aus, ich habe jetzt am Anfang nicht drauf geachtet, müssen wir mal schauen. Wir sehen, dass der Druck jetzt relativ stark wieder abgeflacht ist, auf ja, unter 3 Bar fast. Na? Einfach deswegen, weil wie gesagt, wir wollten jetzt eine konstante Flowrate halten, was er geschafft hat, bei 2 Milliliter pro Sekunde. Und damit er die halten kann, musste er den Druck eben sehr stark runternehmen. Weil wenn er den Druck so hoch gelassen hätte, oder er, I, sie, die, ihr wisst, was ich meine, die Maschine, wenn er den Druck so hoch gelassen hätte, dann wäre das Wasser da komplett rausgeschossen. Und deswegen ist der Druck so stark runtergefahren. Gut, schauen wir uns den Kaffee einfach mal an und probieren das Ganze. Grundsätzlich, Crema schaut wunderbar aus. Ja. Ich habe eine leichte Maserierung drin. Für den Grad der Röstung ist es absolut in Ordnung. Ja. Also nicht zu dunkel, nicht zu hell. Relativ dünn, wie es bei hell gerösteten Arabicas auch üblich ist. Also auch das kein Problem. Crema fängt auch schon leicht wieder an auseinanderzufallen. Aber dann probieren wir einfach mal. Oh, also der riecht echt jetzt schon mega gut. Vielleicht war das ein Lucky Shot jetzt sogar, dass der Kaffee schon optimal schmeckt. Aber ich glaube es nicht. Hole-in-One ist in der Regel relativ selten. Aber er schmeckt wirklich komplex oder riecht komplex. Ich habe ihn noch nicht probiert. Riecht komplex. Diese fermentierten Noten kommen wieder raus. Er hat aber auch sehr angenehme, buttrige, weiche, süße Noten mit drin. Wunderbar. Kann man schon echt super trinken. Also ihr seht, manchmal kann man auch einfach nur Glück haben. Wobei ich sagen muss, also aus der Kombination Filterkaffee, Afrika, Arabica, SL-Varietäten hätte ich mir eigentlich etwas mehr Säure und etwas mehr Frucht erwartet. Also der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr entspannt, was beide Faktoren angeht und wird hinten raus fast schon ein bisschen bitter. Beim letzten Dial-In hatte noch einer kommentiert, dass dieses Bittere hinten raus auch an der Nische liegt. Bis zu einem gewissen Grad ja, liegt es auch an der Mühle. Denn die Nische in dem Fall ist ein Kegelmahlwerk, das produziert per se schon mal etwas mehr Feins. Und Feins sorgen zum einen für einen volleren, süßeren Körper im Espresso.
tendieren aber auch dazu, über zu extrahieren und hinten raus eben eine Bitterkeit zu geben. Das heißt, die Mühle gibt schon noch einen Ausschlag und gerade wenn ihr ein sehr hochwertiges Scheibenmahlwerk habt, werden die Kaffees klarer vom Geschmacksbild und nicht so verschwommen und etwas präziser. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist eben eine Geschmacksfrage. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass die Bitterkeit, die so eine Nische produziert, dass man die trotzdem auch rausbekommt. Ja? Also durch niedrige Temperatur, kürzere Durchlaufzeiten. Also da gibt es verschiedene Stellschrauben. Liegt nicht nur an der Mühle per se. Ja? Aber wie gesagt, der hat jetzt hinten raus, er ist schon super süß, super vollmundig, schön fruchtig, ohne sauer zu sein, was auch sehr angenehm ist. Aber hinten raus hat er eben noch so eine leichte Bitterkeit. Und die versuchen wir jetzt noch rauszuarbeiten. Hierzu können wir jetzt eben nochmal in das Profil reinschauen. Wie gesagt, ich verändere jetzt erstmal nichts am Mahlgrad, weil grundsätzlich sind wir schon im Korridor, sondern ich passe jetzt den Flow an und die Temperatur auch ein bisschen. Ja, zum einen ist hoher Flow bedeutet in der Regel auch höhere Extraktion. Das heißt, ich fahre jetzt einfach den Flow einen Ticken runter und wir gehen jetzt von 2 Milliliter pro Sekunde auf 1,7 Milliliter pro Sekunde. Schauen einfach mal, was da passiert. Habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig oft gemacht. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Wenn ihr diesbezüglich schon mehr Erfahrungen habt, lasst es mir gerne mal in den Kommentaren. Würde mich interessieren, wie ihr an das Thema rangeht. So, also wir haben den Flow jetzt etwas reduziert und ich gehe jetzt auch mit der Temperatur wieder auf die 92 Grad, um eben zu schauen, ob ich da die bitteren Noten hinten raus noch so ein bisschen abschleifen kann. Gut, jetzt haben wir das und dann geht es wieder von vorne los. Sehr schön gleichmäßig angelaufen. Der Anfangsdruck war diesmal sogar noch einen Ticken höher. Also wir sind über die 12 Bar quasi drüber gekommen und dann regelt die Maschine irgendwann ab. Er läuft jetzt nicht mehr ganz so schön gleichmäßig, wie er anfangs gelaufen ist. Wunderbar. Schauen wir es uns mal an. Der Shot ist jetzt 32 Sekunden gelaufen, also eine Sekunde länger wie der davor. Von der Crema her schaut dann Ticken heller aus tatsächlich wie der andere und nicht ganz so gleichmäßig, was sich eben auch bei dem Flow hier gerade gezeigt hat, dass es nicht so 100% optimal gelaufen ist. Aber gut, schmecken muss es ja. Von der Aromatik her wieder ähnlich, wobei nicht ganz so ausgewogen wirkt wie der erste Shot. Also das Ziel haben wir erreicht. Er hat mehr Säure bekommen, also angenehme Säure, keine fehlerhafte Säure. Und die Bitterkeit hinten raus ist deutlich reduziert. Also er hatte davor einen schöneren, runderen, ausgewogeneren Körper. Kann sein, dass eigentlich sollte man es nicht machen. Ja, wir haben eigentlich einen klassischen Fehler gemacht. Wir haben zwei Parameter auf einmal gewechselt. Wir haben einmal die Temperatur runtergesetzt und die Flussrate minimiert. Das, wenn ihr das macht, empfehle ich euch nicht, weil ihr wisst dann oft nicht, woher kommt jetzt die Änderung. Und auch ich tue mich jetzt hier an der Stelle schwer zu sagen, okay, das kommt jetzt definitiv davon oder davon. Deswegen, ich würde die Temperatur jetzt niedrig lassen und mit der Flow Rate wieder ein bisschen nach oben gehen und gucken, ob wir dann den Körper wieder rausbekommen, eben durch etwas mehr Extraktion, aber die Bitterkeit trotzdem reduziert lassen durch die geringere Temperatur. So, wir sind jetzt mit der Flow Rate relativ hochgegangen, 2,5 Milliliter pro Sekunde. Und ihr seht jetzt auch automatisch schon, dass der Druck wesentlich höher bleibt, wie bei den zwei vorangegangenen Shots. Und wir auch deutlich schneller fertig sind. Der Shot hat jetzt nur noch 25 Sekunden gebraucht. Wie gesagt, alle drei Shots waren mit demselben Mahlgrad. Ja, da haben wir nichts dran verändert. Nur beim ersten Shot waren wir bei einem Durchfluss von 2 Milliliter pro Sekunde. Dann sind wir auf 1,7 runter und jetzt sind wir auf 2,5 hoch. Von der Crema her, jetzt schaut es wieder gleichmäßiger aus. Der Kaffee sah auch im Durchfluss etwas schöner aus wie der vorhergegangene. Das heißt, ja, könnte eine ganz nette Nummer geworden sein. Ja, riecht wieder komplexer jetzt. Also geht schon wieder in die richtige Richtung. Sehr schön. Also die Bitterkeit, die ist jetzt wirklich so gut wie weg. Allerdings
Es ist immer noch ein recht filigraner Körper. Also tatsächlich hat mir der erste Shot trotz der Bitterkeit, zumindest was Körper und Süße angeht, am besten gefallen. Aber hier ist es auch eine Frage, was sucht man? Der Shot hat jetzt wiederum ein bisschen mehr Klarheit. Also hier kann man die einzelnen Aromen so ein bisschen besser rausschmecken, aber eben nicht so komplex wie der erste. Vielleicht sind wir mit 2,5 jetzt auch zu hoch gegangen. Ich würde jetzt noch einen Shot machen. Gehen wir mit der Flowrate nochmal einen Ticken runtergehen. Also vielleicht die goldene Mitte statt 2,5, 2,3, 2,2 vielleicht auch. Um auch wieder ein bisschen mehr Zeit zu kriegen, dass wir vielleicht so Richtung 28 Sekunden kommen, was die Extraktionszeit angeht. Und dann schauen wir mal, ob wir dann dieses Quäntchen an Körper wieder zurückbekommen, was so die richtige Mischung aus zu bitter und zu filigran ist. So, der Kaffee ist wieder schön angelaufen, findet relativ zügig in der Mitte zusammen, läuft jetzt in einem Strahl gut raus, Druck sinkt wieder deutlich ab. Wunderbar, dann gucken wir uns das Ganze an. Crema unverändert, wobei sie ein bisschen dicker geworden ist jetzt tatsächlich, wie vorhin. Also schaut sehr schön aus, etwas kompakter. Der Kaffee ist jetzt 27 Sekunden gelaufen, also quasi fast das, was wir wollten. Und wie ihr seht, kleine Anpassungen in der Flowrate können euch auch schon Anpassungen in der Zeit geben, sowohl als auch im Druck. Wenn wir nochmal kurz reinschauen, also der Druck ist auch hier wieder komplett nach oben geschossen aufgrund der hohen Flowrate, weil die Maschine eben viel Druck aufbauen muss, damit sie diese Flowrate konstant halten kann und ist dann auch wieder sehr schnell abgesunken. Ja, also wie gesagt, hier orientieren wir uns nicht an diesen klassischen neuen Bars, sondern eben an der Flowrate. Also in der Nase auch wieder schön ausgewogen. Die fermentierten Noten kommen raus, das Fruchtige kommt raus. Interessant, er ist jetzt trockener geworden. Also er wirkt etwas stärker extrahiert, ohne diese Bitterkeit bekommen zu haben, wie der erste Shot. Kann daran liegen, dass wir jetzt einfach eine höhere Flowrate hatten. Wir haben die Temperatur aber nach unten gefahren, was eben hinten so ein bisschen die Bitterkeit abhobelt. Aber er ist nicht mehr so filigran. Also er hat wieder mehr Körper gekriegt, auch wenn er eben ein bisschen trockener und auch so ein bisschen staubiger geworden ist. Also super spannend. Hier können wir jetzt natürlich noch viel, viel weiter spielen und weiter experimentieren. Ob es jetzt die Anfangsflowrate zum Beispiel ist, dass wir von diesen 4 Millilitern pro Sekunde am Anfang irgendwie hoch oder runter gehen oder ob wir sagen, wir spielen jetzt eben mit der Flowrate an und für sich. Mit der Pru-Ratio können wir natürlich noch spielen. Ja, wir waren jetzt bei 1 zu 2,5, was für einen hell gerösteten oder einen Filterkaffee als Espresso immer noch eine sehr kurze Ratio ist. Also hier könnt ihr wirklich bis 1 zu 3, vielleicht 1 zu 4 hochgehen, wo wir dann natürlich im Lungo-Bereich sind. Wir können sowas wie den Allongé-Shot machen, wo wirklich sehr hohe Flowrate ist und sehr viel Wasser in sehr kurzer Zeit durchfließt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Spielarten, was eben diese Flowrate angeht. Grundsätzlich kann ich jetzt hierzu sagen, alle 4 Kaffees waren wunderbar trinkbar. Jeder hat so seine eigene Charakteristik gehabt und hier muss man eben einfach rausfinden, was einem persönlich eher liegt. Wie gesagt, ihr habt jetzt eben einfach gesehen, mit dieser Möglichkeit, wir hatten jetzt 4 Shots, 4-mal den gleichen Mahlgrad und 4 komplett unterschiedliche Ergebnisse. Allein dadurch, dass wir eben mit der Flowrate gespielt haben. Wie geht's euch? Habt ihr mit diesem Ansatz schon mal gearbeitet? Wenn ihr eine Decent habt, ist es naheliegend, aber auch wenn ihr eine andere Möglichkeit des Flow Profilings habt oder der Festlegung des Flows, da gibt es verschiedene Möglichkeiten für, habt ihr damit schon experimentiert und was waren eure Erfahrungen damit? Würde mich interessieren, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich auch sehr gerne. Und ja, dann glaube ich, haben wir es wieder geschafft mit dem Kaffee. Schöner Kaffee, super lecker. Alle 4 Shots straight out of the gate waren sehr gut trinkbar, also von dem her volle Empfehlung. Wer keinen Bock hat, sich einen Espresso damit zu machen, kann ihn auch als Filterkaffee nutzen. Auch gut. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren, rumexperimentieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.